Sie leisten in der Schule erste Hilfe und können unter Umständen Leben retten. Die Schulsanitäter. Hier bei Ehrenhaft. Das jugendliche Engagement der Schule Schrotzberg. Hallo, ich bin Shirley und ich bin Sanitäterin. Hallo, ich bin Victoria aus der 8er B und ich bin auch Schulsanitäterin. Was sind die Aufgaben in deinem Job als Schulsanitäterin? Ich muss die Kinder versorgen, die sich verletzt haben. Okay, und wie bekommst du das mit, wenn jemand verletzt ist? Also wir sitzen in der großen Pause bei der Mensa und wenn jemand was hat, dann kommen sie zu uns. Okay. Diese Patienten werden dann immer durch 1 bis 2 Sanitäter in den Sanitätsraum eingeliefert. Wir stellen so eine Situation mit unserem Reporter Lukas Müller einmal nach. Was wäre, wenn ich verletzt wäre? In unserem Fall ist Lukas selbstständig zu den Sanitätern gegangen und klagt über Schmerzen im Oberarm. Im Sanitätsraum werden die Patienten erstmal über das Geschehene befragt. Was hast du? Mir tut der Arm sehr weh. Was hast du gemacht? Ich bin hängen geblieben an der Tür draußen, Richtung Pausenhof. Sieht man was? Ja, ist halt ein bisschen rot. Holst du mal einen Knöpfe? Ja. Kannst du den Arm so bewegen? Ja, vielleicht halt weh. Ja, fühlst du dich jetzt so sicher unter den Sanitätern? Ja, also ich fühle mich schon sicher, wenn die Sanitäter schon da sind. Also ich habe mich nicht so krass sicher gefühlt, wenn hier keiner war, weil wenn man sich verletzt, ist halt schon besser, wenn jemand da ist, der einen verarztet. Schon. Also in unserem Sanibuch sieht als erstmal das Datum und die Uhrzeit und dann den Namen des Verletzten und wo es passiert ist. Dann den Unfallhergang und wie es passiert ist. Und dann die Art der Verletzung. Was magst du an deinem Job? Ich mag es, Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Okay, noch irgendwas? Oder? Nee, mich hat es immer interessiert, zu erfahren, wie man Leuten hilft, wenn die irgendwas haben. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen, was in unserer Sanitasche drin ist. Und zwar machen wir das erstmal auf. Wir haben hier unsere Westen, die brauchen wir. Dann haben wir Pflaster und Schere. Noch Verbänder, Rettungsdecken. Was ist das? Kompressen haben wir auch noch ein paar drin. Ja, hier sind noch mehr Rettungsdecken. Und was ist da oben drin? Da kommen wir jetzt hin. Haben wir einmal Tücher drin, falls jemand blutet. Maske zum Atmen. Dann haben wir hier noch mehr Verbänder drin. Auch hier an der Seite. Ja, das war's. Die Sanitasche ist allerdings nur für Notfälle gedacht. Wenn man zum Beispiel mit dem Patienten nicht in den Saniraum kann. Ansonsten muss das Material verwendet werden, das im Schrank des Saniraums zur Verfügung steht. Und was hat es mit dem hier auf sich? Das ist unser Teddy, falls kleine Kinder ein bisschen weinen, können wir den geben zum Beruhigen. Und wie ist das jetzt? Ihr werdet ja wohl nicht alles so richtig versorgen dürfen, was auch Extremfälle betrifft, oder? Also wir versorgen eigentlich nur kleine Wunden oder Prellungen. Also wir dürfen auch keine Medikamente geben oder Desinfektionsmittel. Eigentlich machen wir nur Pflaster drauf und wenn was Größeres passiert, rufen wir den Rettungsdienst. Und warum dürft ihr keine Medikamente geben? Weil wir wissen ja nicht, ob die Leute darauf allergisch sind. Gibt es auch irgendwas, was dich an deinem Job nervt so oder stört? Eigentlich nicht. Ich mag alles. Und genau deshalb machen Shirley und Victoria diesen Job.
Es ist die Leidenschaft und die Alarmbereitschaft, die vorantreibt. Sie gehören nun mal auch zu den Ehrenmännern und Ehrenfrauen, die mit ihren Taten die Gemeinschaft ein Stückchen besser machen.